Ja, und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Evil Within 2. Und jetzt geht auch wieder ein bisschen schneller, weil der Gerbi wieder den Controller in der Hand hat. Und wir haben ja gesehen, dass wir irgendwie, dass das Mädchen, die Lilly, irgendwie weggelaufen ist, da wo wir sie Also, nochmal. vermutet haben. Ich brauche gar nichts Entschuldigung. erklären, der Gerbi macht das schon alles. Machen wir das so mal hier hin. Da jetzt ein Buddel. Ach, der spielt Winnetou, alles klar. Wie läuft denn die? Vielleicht auch Läuft ja betrunken wie komisch. ihr Vater. Blut. Oh, Blut. Ein paar Tage alt. Woher sieht er Hoffentlich das nicht denn? Lillys. Da steht bestimmt dort um deine Ecke oder so. MHD abgelaufen. Die führt uns wieder quer durch die Stadt zurück. Wozu haben wir uns dann da hoch bemüht? Der hat auch erklärt, damit die Stimme abfangen können, oder? Ja, Ne? eben. Wenn wir uns den ganzen Dreck hier sparen können. So, warte mal, wenn wir eh mal jetzt hier sind, guck mal, siehst du das? Das ist eine Werkbank Das ist sehr gewesen. sinnvoll. Ich habe da, glaube ich, ein paar Schüsse verbraucht gehabt. Ach nee, ich bin ja gestorben, oder? Nee, du hast nicht gestorben. Ja, tut bei dem Hühnchen oben, aber jetzt, wo du Bei dem Hühnchen. die letzten Schüsse verknistert hast. So, Waffen verbessern, kann man die irgendwie verbessern? Wie viel haben wir denn? Ich bin auf 25 Teile. Ja, so viel ist halt nicht. Und wir brauchen auch immer noch diese verbesserten Dinger, ne? Ich finde, guck mal. Ah, ich ordne das. Die Waffe. Waffentyp wechseln. Automatische Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Ja, siehste. Wir hatten doch eine bessere. Wie Dann hieße? haben wir die jetzt. Ah, Wieso habe ich die denn warte mal, nicht warte mal, gehabt? warte mal, warte mal, warte mal. Ach, deswegen. Okay, ich hab's kapiert. Du musst Weil die wir die halt auf machen. Schnellauswahl nicht hatten, ne? Ja, und jetzt musst du. Nee, warte mal, die ist die verbesserte mit Laser und die soll jetzt da rein. Jetzt. Jetzt, das können wir umschalten. Deshalb war ich Und so dann schlecht. genau. Ja, genau. So, Waffenverbesserung. Ah, die Pistolen, das zählt trotzdem, ne? Das ist doch gut. Ja, das gilt ja für So. alle von dem Feuerkraft Typ. kann man das noch. Davon haben wir null hochwertige Waffenteile. Scheiße. Hier kann man die finden, kann man die herstellen? Das ist ja auch noch so die Das Frage. ist natürlich die Frage, Weil wir haben ja relativ viel schon gefunden. ha. Magazingröße 2. Wir brauchen auch die Waffenteile. Was ist das? Feuerrate. Da haben wir auch Schaden auf maximal. Also am besten wäre natürlich Feuerkraft. Hier ist ja schon maximal brauchen wir die verbesserten Teile. Ja. Das ist Max. Da könnte man noch Feuerrate erhöhen. Gut, wer Schrot findet, dass er schneller schießt. Magazin. Fein, guck mal, hier brauchen wir zweimal. Schaltstufe 2, Stufe 3 voll. Stand da jetzt irgendwie, wo du, ob du die craften musst oder? Nö. Nein, gar nichts. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich finden müssen. Ne, weiß ich nicht. 60. 60, was kostet das? 100. Magazingröße auf 4 kostet 30, 80, 110, sind 100, 210. Nachlagezeit wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ich werde jetzt hier erstmal für Feuerkraft, für das Gewehr. Und dann würde ich. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir nicht vielleicht doch sparen sollten, bis wir da Ja, Waffenteile. können wir auch machen.
So, was haben wir denn? 12. Ach du Kacke. Weiß ich nicht, hier können wir die auch nicht herstellen. Na guck mal, ich habe diesen tollen Erste-Hilfe-Koffer gefunden. Jetzt mein Pulver finden soll. Oh, ja, mein Gott. Der Mann ist auch nie zufrieden. Sechs, ich kann zwei Schrotflintenmunition machen oder sechs Pistolen. Oder PG-Munition. Na, da haben wir ja noch. Also ich stelle jetzt einfach mal sechs Pistolen her. Stellt sie nicht? Warte, ich, warte, warte, ich muss gucken. Das war jetzt aber ein Schuss. Schrotflintenmuni. Werkbank. Da haben wir nochmal Schrotflinte. Da müssen wir eh hin. Da hole ich mir da Schrotflinte. Und dann stelle ich Pistole her. Das wird nur nachgucken, was da für eine Munition Ach drin. so, okay. Alles gut. So. Und könnten trotzdem immer noch einen Spiegel brauchen. So. Die. Ja, so langsam. So war Also dann wie eigentlich der nächste Spiegel hier unten. der immer dieses Tor fallen lässt. Geradezu das andere Haus. Da will ich jetzt auch noch mal reingehen. Auto Repair Shop waren wir doch Ja, schon. da waren wir schon. Da war aber dieses Resonanz, wo wir es nicht gefunden haben, so richtig. Ach so. Ich gehe immer noch davon aus, dass das unten ist und wir halt da irgendwie einen Weg. Was sind eigentlich immer die Taschen an? Ich guck doch mal draußen. Also bei Wollte ich dem gerade anderen war sagen, das. vielleicht dahinter? Bei dem anderen war das ja auch so ein kleiner Punkt. Der hat es Ja. dann auf einmal, hat es den ja da getriggert. Kann ich das Ding wieder nicht in die Hand nehmen. Da waren wir doch auch, glaube ich, schon mal drin. Ich habe keine Ahnung, ich finde das nicht. Schon seltsam. Ja, wir haben doch relativ viel schon gemacht. Gras mitnehmen für später. Ja. Ja, der sucht dich auch. Renn ruhig weiter. War man hier nicht drin, ne? Aber hier ist doch die Munition drin, ne? okay. Wir waren doch hier drin, da bin ich mir sicher. Ich vorne einer der Tor, kann ich die Tore aufmachen? Ich Da hab keine Ahnung. links waren wir noch nicht. Da, wo die da rumlaufen. Ist da irgendwas? Da müssen wir schon gewesen sein, ist aufgedeckt. Ich meine, aber da drin waren wir noch nicht.
Mal erschrecke ich mich. Ich bin mir sicher, ich war in dem Bus rechts und dann sind wir da dran vorbeigelaufen. Ich meine, wir waren nicht da drin. Der hat eine Axt. Ich will die Axt. Du musst stehen, ich will dich schießen. Komm vor. Boah, der fackelt aber auch hinterher mit seinem komischen Ding hier. Junge, der ist Junge, halt Junge. Der Sebastian, ne? Der hat ein bisschen Entzug und so. Jo. Voll in den Nacken. Der hat den aber nicht. Doch, jetzt. Oh, jetzt schon. So, da ist auch noch einer. Jo, der war. Oh, der Schenkel. Der war schön. Blitzdingst. Blitzdingst. Ich glaube, der will gerade aufs Klo. Lass ihn. Da ist doch Dixie-Klo, oder nicht? Vielleicht hat er Durchfall. So, ich komme jetzt unbemerkt auch rein. Guck mal, ich kann mal schlapper von dir draußen aufheben. Ja, natürlich nicht. Da sind noch Kisten. Stöhnt's noch? Er stöhnt's überall, also. Das scheint ein richtiges Gangbang-Party oder sowas. Ich glaube, du müsstest echt da vorne rein. Also durch die Vordertür. Ach, guck mal. Ja, jetzt nicht. Echt? Warte kurz, Papa ist beschäftigt. In den ungünstigsten Momenten will die irgendwas. Ja, Kinder, typisch. Ne? Typisch kein Teuer. Oh fuck. Der war nicht so schön. Du hast keinen. Ja, wer wie das rumgeeiert hat, der auf dem Kopf. Oh, mich nervt das. Ich finde auch, der ist schuld. Jetzt hast du aber keinen Nerv mehr, so, ne? Das ist, Warum echt das mit da um die Ecke killen, ey, ohne Scheiß. Das müssen wir euch tun. Alter, das ist voll irritiert mit dem scheiß Hund. Ah, jetzt lache ich noch. Ich habe ja auch keinen Controller. Ja, ja. Ich täusch mal wieder. Die läuft noch still. Aber guck mal, jetzt haben wir schon 10.000. Alter, wir müssen echt. Dringend. Nicht mal ein Spiegel. So, was haben wir hier noch? Fläschchen. Voll. Dann habe ich irgendwo, habe ich euch hier hin abgeschossen? Am Zaun hinten auf jeden Fall. Da. Da stöhnt Axt. Noch jemand. Ja, das stöhnt. So, und dann hier hinten am Zaun. Das war eine Flasche. Das ist ein bisschen schlapper. Ja, da kannst du wahrscheinlich dann raus, oder? Ach nee, ganz. Stimmt, hoch aufs Dach.
klingt auch nach zwei, meine ich. Ja, aber jetzt stimmt. Da oben. Brauchen mehr Munition für das Gewehr. Offensichtlich. Ich geh mal gucken, ob hier oben irgendwas ist. Gehen über die Planke. So, wo denn eigentlich, wenn wir hier schon mal sind? Da unten war der Typ drin, ne? Da war auch der Spiegel. Kann ich jetzt den Spiegel? Ich will das mit ihm um die Ecke killen haben. Das hätte mir jetzt gerade, hätte mich das wesentlich weniger Munition gekostet. Ja, das stimmt. Ich dachte, wir hätten das letzte Mal mitgenommen. Nee, ich glaube, das war das zu teuer oder wir mussten vorher noch was anderes irgendwie. War das hier? Nee, ganz unten. Du machst aus dem noch einen richtigen Läufer. Nee, glaube ich nicht. Und das ist wieder kaputt. Da drüben Besuch. Komm, Castellana, die 5 Meter, die schaffst du immer mit Rennen. Tuck, 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 tuck. Obwohl die Ausdauer sich doch schon gebessert hat. Ja, es geht schon, aber es ist aber auch nicht das Nonplusultra. So. Ja, ein bisschen mehr geht immer. Jetzt kannst du in dem Zimmer gleich auch mal gucken. Du hattest doch so einen Sammelgegenstand eingesammelt. So ein Dia hat man gefunden. So ein Dia und noch irgendwas anderes, wo gesagt wurde, es liegt in deinem Zimmer. Ja, du merkst, die Katze ist weg. Ja, Gott sei Dank. Ah, guck mal, das ist das zweite gewesen. Wir hatten doch das zweite Dia vergessen. Wechseln. Dia wechseln. Dia wechseln. Dia wechseln. Hallo, wechsel das Dia. Wechsel das Dia. Hallo? Der macht nichts. Ich weiß nicht. Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht wechseln, ich kann gar nichts machen. Ich kann auch nichts machen. Toll, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Jetzt haben wir das Spiel kaputt gemacht. Echt jetzt? Das ist jetzt. Ohne Scheiß. Hat sich das aufgehangen? Och nö, ne? Das wäre jetzt blöd. Ich kann gerade echt nichts machen. Ohne ja. Scheiß, ich kann nichts mehr machen. Warte. Nee, ich kann auch nichts machen. Ich kann auch wirklich gar nichts machen. Toll. Das ist sich wohl aufgehangen. Können wir eigentlich nur laden vom Kontrollpunkt an, oder? Ja, nicht mehr. Nee, kannst du beim Speicher Auto Autospeicher, ja. 56. Ja, so ein Mist. Na, klasse. Was du denn? Ich mach den Rest. Ja, guck's, jetzt noch 10 Minuten. Nochmal einen Spiegel reinrennen. Toll. Ja, wo du gerade stehst. Ich muss jetzt mal den Typ nochmal machen. Wo sind wir denn hier? In der Bushaltestelle. Ja, wo ich es kaputt geschossen habe. Ja, genau. Links rum dann. Nee, lass die erstmal stehen. Geh erstmal zum Spiegel. Wo lang? Da, die Straße lang. Einfach geradeaus. Ja. Bis Straße endet, dann links rum. Bei meinem Glück trigger ich die.
Ach Quatsch, rennen. Guck mal, die laufen nach rechts. Die haben die schon gesehen, hören ab. Oh, sonst. Oh nee, scheiße, schau, ich spiel gerade, wir müssen weg. Wenn es jetzt wieder auffängt, na dann. Tja, dann haben wir wohl das kürzeste Let's Play von diesem Spiel aller Zeiten gemacht. Rechts. Taschenlampe. Was macht denn da mit der Taschenlampe, wenn Weiß ich nicht, aber die war bei dir auch auf das an. Ja, ich weiß. Ist heute irgendwo durchgegangen, bis hat die Kacke angemacht. Du, warte, warte, warte. Nee. Erst speichern. Du gehst erst in den Spiegel. Erst speichern. Ja, oder speichern nochmal. Speichern. Hat er schon gerade da zum Speicher, siehst du? So, und jetzt in den Spiegel rein. Ja, wir müssen jetzt schon hier starten. Ich schneide da draus, ne? Ach so, okay, na dann. Jetzt gucken wir einmal, ob es funktioniert. Wenn nicht, haben wir jetzt da drüben gespeichert, sonst können wir uns das die ja nicht anschauen. Doch. Es geht. Jetzt geht's. So. Da haben wir das neue Video, dir, nicht Video. So würde ich sagen, wir reden mal kurz mit der Kidman. Ein Dia-Video? Ein Dia-Video, ja, ja. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Mein Leben gerät schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Aber wenn er sich das eingebildet hat, wie sollen die davon ein Foto gemacht haben? Ja, das ist die Frage. Ist aber ja kein Foto, ist ja ein Dia. Na gut, abends Zimmer. Links. So. Dann müssen wir weiter in sein Zimmer. So. Stift. Da auf dem Schrank steht's. Auf dem Schrank? Ja. Komm zu. Ah, genau. Guck mal da. Schick. Echt. Wow, schön. Ganz toll. Geil. Richtig. Mega geil. Wichtiges Sammelobjekt. Ja, guckt euch das an. Ich weiß nicht, muss man das vervollständigen oder ist das einfach sinnlos? Das ist einfach nur sinnlos. Du kannst es nicht angucken, du kannst es nichts. Ja, vielleicht müssen wir noch mehr Stücke. Er fand es einfach nur schön. Ich schmeiß einfach runter. Ja gut, sonst interessante Sachen. Das war mega sinnlos. Da links, die Katze, die hat irgendwelchen Rotz. Die Katze hat Rotz? Oh, danke, ja, Katze. Guck mal, Katzenkotze. Danke. Kätzchen. Braves Kätzchen. Süßes kleines Kätzchen. So. Man muss sich auch mal bedanken, ne? So, wo war jetzt dieser Stuhl für das Glibberzeug? Links, ne, zurück. Gerade, jetzt links hinter. Dann wieder links. Ja, der Gerbi kennt sich aus. Das ist so meine Wohnung, also. Achso. Achso. Schlüssel haben wir auch. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. In einer von den Schränken ist da Schrotmuni drin, die kannst du mit rausnehmen. Okay, dann gucken wir erstmal in den Leichenschränken da. Was, wir hatten doch noch Schlüssel gefunden. Nee, wir hatten drei Schlüssel und die haben wir alle verbraucht schon. Echt? Ich dachte, wir hatten noch einen. Nee. Okay. Haben wir nicht genug geguckt. So, aber wir können ja mal jetzt hier... Was um die wolltest? Ecken killen. Genau, um die Ecken killen. Unten bei List. Also das will ich haben.
Oben. Ganz ruhig hier so. Hinweis, ganz aus der Deckung um die Ecke. Ja, genau das. Das kostet Geld, spielt keine Rolle. Meine Güte. Seins Deckung in der Nähe einer Wand. X Schleichangriff, wenn Schleichangriff-Symbol erscheint. Wenn du hinter einer Ecke in die Deckung bist, kannst du einen Schleichangriff auf einen Gegner hinter der Ecke ausführen. Genau das wollten wir, genau das. Also da ich ja jetzt gerade den Controller habe, gilt das ja schon als Folgespielen. Also wenn du nächste Mal spielen möchtest mit dem... Nein. Du musst es ja übernehmen, weil das Spiel der Meinung war, ich darf keine Dias angucken. Ach so, ja. Aber dieses Dias und dein nicht verfügbar. Ja gut. So, aber du kannst das ausführen und ihn ausschalten. Der Gegner muss sich in der Mitte des Bildschirms befinden, damit das Schleichangriff-Symbol erscheint. Ja, du kannst keine Schleichangriffe mehr ausführen, wenn der Gegner dich bemerkt hat. Ja, das ist ja die ganze Zeit schon so. Oder dich getötet hat. Das macht er ja nicht. Ach so. So, wollen wir denn noch was mit unserem Gel kaufen? Ja, definitiv. Kampf, geh mal auf Kampf. Ja, Kampf, dachte ich jetzt auch. Wie komme ich denn jetzt auch so zurück? So. Die Faust, das war's, glaube ich, mit dem Nahkampf. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit das, Waffen wie Messer und extra Fußsoftmaschinen. Ich, ich wäre dafür. Definitiv. Ja. Sehr so, schön. Was macht denn das Schloss? Ah, da haben wir rotes Gel, haben wir aber. Gucken wir mal hier, das ist auch. 200, das ist doppelt so stark dann. Wir haben aber keinen 600. Da oben, was ist das mit dem Fuß? Du hast Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten, funktioniert nicht bei allen Gegnern. Ja gut, der tut es selten. Fände ich aber schön. Ja, die sind ja weniger benommen als wir aggressiv. Was kostet die zweite Faust? Die kostet leider 6000. 6000. Na gut, dann sparen wir uns das rote G erstmal. Können wir mal ein bisschen in Gesundheit oder Athletik investieren. Okay. So, was haben wir da? Trotz deiner Gegner, der zu viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Ah, gut. Und unten das? Lebensmaximum 175. 7,5, ne, kann man sich nicht leisten. Schaffen wir halt nicht, genau. Dann hier erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. 10%, na gut. Meistens kommen wir ja gar nicht in die Phase, entweder wir sind tot oder wir haben Gesundheit. Entweder wir sind tot oder wir leben. Ja. Athletik war der Ausdauer. Steigert die Ausdauer. Chance, einen Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte, funktioniert nicht bei jedem Angriff. 20%. Reflex, das ist ja nicht die Welt. Gut, was macht denn ganz oben der? Guck mal, das macht 30 denn insgesamt. Also jeder 3 von 10 Schlägen kann er ausweichen. Ja, aber... Weiß ich nicht. So. Dann Ausdauer. Heilung nochmal reinschauen. Mal kurz vor dem Tod, was war das? Mehr Gesundheit, wenn Heilgegenstände nutzt. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, wir nehmen gar nicht so viele Heilgegenstände. Wir sind halt, wie gesagt, am Leben oder am Tod sein. Was ist, dran was ist sein. Unten das? Bitte? Unten das? Generell schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Gut. Wie bei Gesundheit gerade auch. Ja, da würde ich tatsächlich eher den Kampf, oder? Ja, bevorzugen. Der Kampf da mal rein. Und da wäre ich eigentlich fast da, dass wir das da darauf sparen dann und Jetzt guck mal, was das mit dem Waffensymbol macht. Verringert das Wackeln, Zielen. Oh, das ja, gut, das hättest du natürlich auch gut brauchen können, ne? Und. Ja, kauf das mal. Ja? Okay. Ja. Wenn du das haben willst, dann kriegst du das. Und was ist das? Geringer Rückschuss beim Schießen. Ja,
machen. Finde ich jetzt nicht so. Das ist halt nochmal Zielhilfe. Verringert das Wackeln beim Zielen, beim Schießen noch sehr viel mehr. Das ist ja gut, die eine Waffe, die wackelt ja wirklich mit dem Zielfernrohr. Und da ist am Drehen, um dich zu konzentrieren. Ah, das ist natürlich auch schon. Boah, 75.000! Ja. Ja, gut. Das will ich haben. Kann man machen? Ja, genau, beim nächsten Mal, genau. Beim nächsten Mal kaufen wir dir das alles, da haben wir genug Gel. Das ist schön, das ist schön. Ja, aber ich möchte meine Hand haben, nächste Mal. Ich möchte eigentlich die Hand hier haben. Dann müssen wir wieder ein bisschen sparen. 6.000, ja. Ja, gut, 6.000. Wir hatten jetzt so die 10.000 relativ schnell zusammen. Hm. Ja, gut. Na, so geschickt, wie ich mit den Gegnern umgehe. Jo, würde ich sagen, raus hier, speichern. Sind bei 32. Ja. Sollte. Kannst du noch ein bisschen was herstellen? So, dann gucken wir mal eben kurz. Nee, Munition, die Teile. Gucken wir 7. Kannst du 3 Pistolen noch machen? Nee, oder PG? Ach, kostet 7. Boah. Ja. Hast du mal Scheiße, eben so. Brauchen auf jeden Fall mehr von diesem blöden Pulver. Sehe ich das richtig? Wir haben keine Spritze mehr? Nein. Also das kannst du nicht herstellen. Ja. Stellen wir 2 her von den Spritzen. So, dann kannst du noch. Haben wir denn die Spritzen benutzt? 3 Pistolenmuni herstellen, dann ist auch schon wieder Schluss. Ja, ist halt alles ein bisschen teuer hier. Scheiße. Ja, Käffchen trinken, Leben auffüllen. Ja. Und dann sofort, Sir. Dann darfst du in der nächsten Runde dich voll um Lilly kümmern. Ach ja, ich muss ja trotzdem den Controller falsch gelaufen. Ja. Da kommt, das ist jetzt nichts Spektakuläres gewesen, aber es ist ein bisschen. Doch, das war. Achso, ich laufe hier voll falsch. Nee, hinten ins Zimmer rein. Kaffee trinken. Ne, kann ich das nicht draußen machen? Ach, das kannst du, ja, stimmt, das kannst du in der Werkstatt machen bei dem O'Neill. Vielleicht gibt er uns ja was Neues. Ja, das kann natürlich sein. Du kannst ja nochmal mit dem O'Neill quatschen, vielleicht kriegen wir da noch was. Der einzige Ort, wo ich Türen auftrete. So, komm, wir mal, trinken erstmal Käffchen. Ich, das ist ja auch eine Tassensuppe, das weißt du ja nicht. Ja, Tassensuppe aus so einem Automat, ja gut. Man weiß nie, was der O'Neill da gebastelt hat. Ja, und deswegen, der bastelt ja die ganze Zeit mit imaginären Teilen, von daher. Ja. Also. Okay, oder? Nichts Neues. Na gut, dann kannst du nochmal speichern. Weißt du, wie lange wir den alleine gelassen haben und der hat nichts Neues? Also das ist schon armselig, finde ich. Sehr armselig. Boah, nicht viel. Ja gut, aber. So, meine Lieben, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.